Hallo und herzlich willkommen zu Flughafen Feuerwehr Simulation. Kleiner Wortkäse. Wir öffnen mal wieder Rolltore. Ich begrüße die Nasenbären im Livestream vom Fränkel in der Fränkel Frotzelkuh. Und ich würde sagen, wir beginnen ein neues Spiel und es werden wieder Rolltore geöffnet. Wir fahren natürlich mit deutschen Einheiten und ich würde sagen, wir machen einfach. Bombenexplosion Gegenwart. John, hörst du mich? John? Komm schon, sag was. Was ist los? John, rede mit mir. Komm schon, Junge, sag was. Mike? Mike, bist du das? Ja, John, ich bin's, Mike. Was ist passiert? Wir haben den Kontakt zu dir verloren. Bist du okay? Ich weiß nicht genau. Der Boden gab nach. Ich bin gestürzt. Es ging alles so schnell. Schon gut, John. Wir holen dich da raus. Bist du verletzt? Kannst du dich bewegen? Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Komm dann, Junge, bleib bei mir. Versuche aufzustehen und beschreibe mir, was du siehst. Sieh dich im Raum um. Benutze die Maus. Ich bin hier in einem Kontrollraum für die Bandanlagen, glaube ich. Ich kann eine Tür sehen. Wir holen dich schon da raus. Kannst du dich bewegen? John, konzentrier dich. Da muss irgendwo ein Gebäudeplan hängen. Versuch mir zu sagen, in welchem Bereich du dich befindest. Ich versuche es. Du musst dich beeilen. Ich muss wissen, wo genau du bist. Da. Ich habe ihn gefunden. Mike, hörst du mich? Ja, ich höre dich. Sag mir, wo du bist. Ich bin auf Ebene 2 in Abschnitt 14. Okay, ich weiß, wo du bist. Der Bereich schließt an einen Bürotrakt an. Versuch herauszufinden, wie es hinter der Tür aussieht. Prüfe, ob sie heiß ist. Die Tür ist heiß. Hier komme ich nicht raus, Mike. Verstanden. Warte kurz. Ich lasse mir was einfallen, wie wir dich da rauskriegen. Beeil dich. Lange halte ich nicht mehr durch. Wir beeilen uns. Gib nicht auf. Lädt. Der erste Tag. 7 Jahre zuvor. Okay. Also André Bürger hat wirklich seinen Story-Modus umgesetzt. Finde ich gut. Hi, kann ich dir helfen? Ja, ich bin John. Ich fange hier heute neu an. Freut mich, John. Ich bin Chris. Kannst du mir sagen, wo ich euren Dienststellenleiter finde? Ja klar, komm einfach mit. Ich bring dich hin. Okay. Also der Arsch bewegt sich ganz schön dein mit. Erster Tag bei der Feuerwehr? Nein, ich habe die letzten 2 Jahre auf dem Land bei einer kleineren Dienststelle gearbeitet. Dann dürfte das hier für dich noch ein wenig ungewöhnlich sein. Die Stempeluhr. Und wie ist der so? Da ist der Euer Typ Chef? Wieder. Mike ist in Ordnung. Du wirst ihn ja gleich kennenlernen. Also die bewegen sich nicht mehr so tuckig wie früher. So, hier ist sein Büro. Wir sehen uns später. Danke, Chris. Bis später. Komm rein. Du musst John sein. Ich habe dich schon erwartet. Sind Sie hier der Dienststellenleiter? Ich bin John. Okay, der sitzt schon ein bisschen schwul. Ja, da bin ich, Junge. Aber du kannst mich gerne Mike nennen. Alles klar, Mike. Ich freue mich, dass ich hier meinen Dienst beginnen kann. Freut mich ebenfalls, John. Ich werde dich zunächst dem Trupp von Chris und Alex zuteilen. Chris hast du ja bereits kennengelernt und Alex, naja, das wirst du schon sehen.
Ja, okay. Dann würde ich sagen, pack erstmal deine Sachen in den Spind, rein in die Dienstkleidung und melde dich bei Chris. Alles klar, Mike. Bis später. Ich lasse mich ja überraschen, ob ich den Sportraum finde. Aber erstmal wieder in der Gegenwart. Also wieder weiter, wo wir gerade waren. John, bist du noch da? Komm schon, sag was! Ich höre dich, Mike. Sag mir bitte, dass du einen Weg hier rausgefunden hast. Lang kann ich hier nicht mehr bleiben. Auf den Plänen des Gebäudes ist ein Lüftungsschacht verzeichnet. Kannst du ihn sehen? Wo soll der sein? Ich kann hier nicht sehen. Konzentrier dich, Junge. Der Schacht muss sich irgendwo in Bodennähe befinden. Vielleicht steht irgendwas davor. Du musst dich beeilen, John. Ich weiß nicht, wie lange du dort noch sicher bist. Mike, ich hab's gefunden. Aber es ist ein Gitter davor. Sieh zu, dass du das Gitter abbekommst und da raus bist, bevor dir die Decke auf den Kopf fällt. Ja. Bin schon dabei. Mike, ich hab den Schacht jetzt geöffnet. Dann sieh zu, dass du da reinkommst. Ich werde dich durch den Schacht lotsen. Folge einfach nur meinen Anweisungen, dann kommst du heil da raus. Das kommt mir gerade vor wie bei Half-Life. Vor dir müsste gleich eine T-Kreuzung kommen. Siehst du was? Okay, Mike. Ich seh's. Wo muss ich lang? Du musst nach links. Und dann erstmal ein Stück dem Schacht folgen. Wetten wir brechen hier gleich irgendwo ein. Hier geht jetzt ein Schacht nach links weg. Wo muss ich lang? Weiter geradeaus. Dann müsste es nach einigen Metern nach rechts weitergehen. Mich würde ja schon interessieren, wie lang dieses Tunnelsystem ist. John, was war das für ein Geräusch? Oh. Ich weiß nicht. Mann, hat mich das erschreckt. Du musst dich beeilen. Es ist nicht mehr weit. Oh, hätte ich die Facecam an, ich bin richtig zusammengezuckt. Und ich wusste, dass sowas passiert. Hier geht's jetzt nach rechts weiter. Mir tut alles weh. Noch ein kleines Stück, dann hast du es geschafft. Mach jetzt bloß nicht schlapp. Oh nein, die Musik. Ich sehe ein Licht. Und wieder bin ich zusammengezuckt. Okay, ich habe das Ende erreicht. Dann sieh zu, dass du da rauskommst. So. Mike, ich bin draußen. Wie geht's jetzt weiter? Du müsstest dich jetzt in einem Verwaltungstrakt befinden. Schau dich dort um. In einem der Nebenräume befindet sich eine Sanitätsstation. Versuche, dorthin zu kommen. Okay, das werde ich schon finden. Während du dich bewegst, kannst du die Umschalttaste drücken, um zu rennen. Während du rennst. Okay, wir hatten Werbung. Ja. Ja, man kann wieder seine Jedi-Kräfte unter Beweis stellen. Verschlossen. Komm, wir machen den Feueralarm. Oh.
Sanitätsraum, Sanitätsraum, Sanitätsraum. Cool, ne? Die Computer laufen immer noch. Ach, von hier kommen wir ja. Mike, hier. Hörst du mich? Ich bin jetzt auf der Sanitätsstation. Wie geht's jetzt weiter? Konntest du erkennen, ob der Weg hinter diesem Trakt frei ist? Negativ, Mike. Der Ausgang ist blockiert. Und dahinter steht alles in Flammen. Die Luft hier wird auch immer schlechter. Verstanden. Ich werde einen anderen Ausweg für dich finden. Chris und Alex sind auch schon auf dem Weg in deine Richtung. Versuche in der Zwischenzeit einen Verbandskasten zu finden, um deine Wunden zu versorgen. Ja, ich hoffe auch, dass sich hier etwas finden lässt. Verband, da, Verbandskasten. Mike, 50. Ich habe einen Verbandskasten gefunden. Aber die Luft hier drin wird immer schlechter. Beeil dich, ich halte hier nicht mehr lange durch. Und wir werden ohnmächtig. Beziehungsweise er lädt wieder. Ja, diese Krankenstation, unser Brandmeldealarm 6 Jahre zuvor. Wisst ihr eigentlich, wann wir den neuen Panther bekommen? Das würde mich auch interessieren. Die Löschperformance bei dem neuen Modell soll noch besser sein. Dich lassen wir aber nicht ans Steuer. Was? Wieso das denn nicht? Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie du dich damals mit unserem Panther festgefahren hast. Wir können ja einen Fahranfängeraufkleber auf die Rückseite kleben. Haha, als ob das helfen würde. Guck nicht so traurig, Chris. War doch nur ein Scherz. Hochauflösend. Ja, ja. Mit mir könnt ihr es ja machen. Hochauflösend. Dafür gebe ich dir jetzt eine Cola aus, Chris. Da sage ich nicht nein. Die typische Pizza. Die Plastikpizza. Das mit der Cola müssen wir wohl verschieben. Achtung, Einsatz für den gesamten Löschzug. Es rücken alle Fahrzeuge zu einem Brandmeldealarm im Passagierterminal in Laden und Gastronomie. Geh schon! Menschenleben sind in Gefahr. Dann nichts wie los. Auf geht's. John, du fährst. HLF4. Halt die... Welches ist denn die 4? Jetzt lädt er uns wieder in das Alte rein. Denk an die Rolltore. Ging dieses Mal leider noch nicht. Wir sind ja wirklich stressig. Man soll die Rolltore ja nur dann öffnen, wenn man Zeit hat, sie zu öffnen. Weil man soll ja auch keine Zeit verschwenden, ne? Aber ich muss sagen, es sieht dieses Mal schon echt gut aus. Wie steige ich denn aus? Hä? Steuerung. Gibt's hier nicht. Mensch, ich hab doch keine Ahnung. Thank you.
das nicht hier? Wo ist denn der Einsatzort? Mal gucken, ob wir dieses Mal die Rolltore offen kriegen. Ach! V und B übrigens. Da ist doch irgendwas faul. Einsatzkräfte von DLF 2 und HLF 4 melden sich umgehend bei mir am ELG 1 zur Einsatzbesprechung. Verstanden, Mike. Sind schon unterwegs. John, was treibst du denn? Du sollst sofort zum ELW 1 kommen. Was ist denn der ELW 1? Ach, der da. Irgendwo im Gebäude gibt es eine Rauchentwicklung. Bislang konnte niemand die Ursache dafür finden. John, du gehst gemeinsam mit Alex und Chris rein. Schnappt euch die Ausrüstung und seht zu, dass ihr die Ursache schnellstens findet. Okay. Alles klar, Mike. Alles klar, Mike. Los, John, komm mit. Nimm PA. Also. Jetzt schnapp dir deine Ausrüstung und los. Feuerlöcher. Und die Axt. Chris, John, seid ihr soweit? Ja, alles klar. Komm mir nach. Jetzt geht's wahrscheinlich wieder in die Gegenwart. Ne, immer noch dahin. Aber er lädt weiter. So, alle bereit? Dann mir nach. Also ein Tipp, immer wenn die Leute normal rumgehen, ist nichts Schlimmes. Mike? Hier Alex, kannst du mich hören? Ja, ich höre euch. Wie ist die Lage? Hier kommt tatsächlich Rauch aus der Belüftungsanlage. Die Ursache ist bis jetzt aber noch nicht ersichtlich.
Verstanden. Dann macht euch mal schnellstens auf die Suche. Bin schon unterwegs. Ey, das ist sogar animiert im Hintergrund. Chris, du gehst nach links rüber zu den Geschäften. John, du siehst dich oben im Hauptgang um. Achte vor allem auf Mülleimer und Aschenbecher. Ich gehe zu den Läden links und überprüfe die. Dann mal los. Alles klar. Wo sollen wir jetzt hin? Ich konnte nichts entdecken. Wie sieht es bei euch aus? Ich konnte auch nicht erkennen, was die Ursache für den Rauch sein könnte. Hier ist bislang auch nichts zu sehen gewesen. Dann suchen wir jetzt weiter vorne in Richtung Gastronomie. Irgendwo muss der Rauch ja herkommen. Seht ihr das? Der Rauch wird auf jeden Fall stärker. Wir müssen also auf dem richtigen Weg sein. Ja, ich sehe es. Also weiter. Da hinten wird der Rauch schon wieder schwächer. Das muss also hier irgendwo ganz in der Nähe sein. Chris? Du schnappst dir die linke Seite. Ich sehe mich rechts um und John, du überprüfst weiter den Hauptgang. Alles klar. Hier ist irgendwas. Hier. Alex? Chris? Hört ihr mich? Hier scheint etwas in einem Mülleimer Feuer gefangen zu haben. Ich kümmere mich drum. Alles klar, John. Wo genau bist du? In dem Seitengang, hinter dem Burgerladen. Bleib, wo du bist. Wir kommen rüber. Chris, hast du verstanden? Ja, habe verstanden. Bin sofort da. Bild hoch. Wie sieht's aus, John? Der Brand ist gelöscht. Gute Arbeit. Mike, kannst du mich hören? Ja, ich höre euch. Wie ist die Lage? John hat den Brandherd gefunden und das Feuer ist bereits gelöscht. Gute Arbeit, Jungs. Dann schaltet bitte den Signalgeber wieder aus und tretet dann den Rückweg an. Verstanden, Mike. Sind schon unterwegs. Was ist los, John? Wir warten auf dich. Ja, ich komme doch. Das ruckelt aber derbe, das liegt an meinem PC. Weil ich gerade streame und aufnehme. Weil ich das nämlich auch auf meinem YouTube-Kanal hochladen möchte. Und das sonst ein bisschen schwer wird. John, du hast die Brandursache gefunden. Dafür darfst du jetzt auch den Alarm abschalten. Nichts lieber als das. Prima, das war's auch schon. Mike, hörst du uns? Ja, ich höre euch. Melden Einsatz hiermit ab. Anlage wurde wieder zurückgesetzt. Treten jetzt den Rückweg an. Alles klar, verstanden. Wir sehen uns auf der Wache. Dann ab nach Hause. Seit wann streamt ihr denn länger als bis 22 Uhr? Das kann sich immer das ist immer unterschiedlich. Wenn wir mal länger was machen wollen, dann machen wir das auch. John, bist du noch bei uns? Melde dich bitte. Ja, ich bin hier, Mike.
Mir geht's schon etwas besser. Sehr gut. Und jetzt hör mir genau zu. In einem der Nebenräume gibt es eine Brandschutztür. Diese führt in ein Treppenhaus. Allerdings dürfte die Tür durch das Feuer automatisch verriegelt worden sein. Und wir können sie von hier aus nicht öffnen. Verstanden, Mike. Was soll ich machen? Du musst den Strom in diesem Teilabschnitt abschalten. Suche den Hauptstromverteiler und lege den Hauptschalter um. Alles klar, bin schon unterwegs. Finde den Hauptverteiler. Wahrscheinlich ist das hier. Oder auch doch nicht. Aber hier. Ich habe den Strom jetzt abgeschaltet und mach mich auf den Weg zur Brandschutztür. Verstanden. Melde dich, sobald du das Treppenhaus erreicht hast. Mone, hilf mir mal, Batterien zu suchen. Mike, hörst du mich? Ich bin jetzt im Treppenhaus. Das Feuer hat diesen Teil noch nicht erreicht. Wo muss ich jetzt hin? Die Etagen darüber stehen in Flammen. Du musst versuchen, einen Weg durch eine der unteren Ebenen zu finden. Okay. Alles klar. Ich werde schon einen Weg finden. Du schaffst das, John. Chris und Alex arbeiten sich durch das Gebäude zu dir vor. Alles in unter Wasser. Komplett leere. Komm, wir nehmen das Fahrrad. Ich werde das Spiel natürlich nicht in der ganzen der Nacht jetzt schaffen. Was erwartet ihr? Ich habe ja morgen auch noch einen Livestream dafür und am Montag. Wir zünden hier alles an. Mike, hörst du mich? Ich stehe hier vor einer Stahltür, die sich nicht öffnen lässt. Hier komme ich nicht weiter. Dann müssen wir einen anderen Weg finden. Geh am besten den Gang zurück, den du gekommen bist. Und halte dich an der Gabelung links. Dort sollte sich in einem der Räume ein Luftschacht in Bodenhöhe befinden, der dich aus dem Keller führt. Dann mache ich mich auf den Weg zurück.
Wenigstens ist es hier unten nicht so heiß. Eher wie unter einer Dusche. Irgendwo in der Gabelung soll ich mich links halten. Okay. Also immer nach links strahlen. Ja, es kommt mir langsam auch wie ein Horrorspiel vor, muss ich doch zugeben. Hier dieser. Ich höre es hier aber schon wieder brennen. Hier vielleicht. Linda. So. Ja, die Fletcher-Sounds machen einen wirklich über den Kopf. Den können sie nicht meinen. Oh, ja, schön. Das Treppenhaus ist mittlerweile eingestürzt. Also hier werde ich jetzt auch ein bisschen länger brauchen. Bis ich diesen Luftschacht gefunden habe. Toll. Pineview Drive 2 mit Fletcher Sounds. Irgendwo hier ist, muss doch dieser. Vermeintliche Luftschacht in Bodennähe sein. Hier auch nicht.
Tür ist verschlossen. Nein. Gut. Hier hat er dann gesagt, geh zurück. Halte dich an der Gabelung links. Schachtür, haben sie gesagt. Hier raus. Warte mal. Da war übrigens noch ein Health-Kit. Toll, hier ist nix. Das ist gerade echt deprimierend. Vor allem das Wasser geht mir auf den Keks. Ja, jetzt kommt eine Werbung. Hat mal viel Spaß mit der Werbung, ne? Hier hätte ich mir vielleicht gewünscht, dass sie öfters nochmal Nachrichten geben an den Spieler. Halte dich an der Gabelung links. Europalette. Hm.
Ja. Na gut. Wir sind auf jeden Fall schon mal weiter. Also wenn das jetzt mal nicht wie Harald war. Ich finde es spannend. Ich muss auch sagen, ich war echt gespannt auf das Spiel. Vor allem, ich habe ja mit dem André Bürger viel über dieses Spiel geredet. Ich bin ja in gutem Kontakt mit dem. Und jetzt sollen wir hier anscheinend unsere Wege selber herausfinden. Okay, Sackgasse. Nee, und ich habe mich echt auf dieses Spiel gefreut. Als endlich mal wieder ein Simulator ist, der mir doch, glaube ich, viel Spaß machen kann. Da ist was. Dass das Wasser hier aber auch nicht abfließt. John? Was ist los? Bist du okay? Und da ist uns was auf den Kopf gefallen. Kopfschmerzen. John, was ist passiert? Hörst du mich? Ich bin noch da, Mike. Ich habe mir den Kopf an einem Regal angehauen. Aber es geht wieder. Wir haben dich bald da raus. Versuche jetzt, das Treppenhaus am Ende des Korridors zu erreichen. Von dort aus musst du in einer der oberen Etagen. Okay, das werde ich schon finden. In den oberen Etagen brennt es zum Teil noch. Versuche irgendwo einen Feuerlöscher zu finden. Du wirst ihn sicher brauchen. Verstanden, Mike. Ich versuche, die oberen Etagen zu erreichen. Ich finde vorher einen Feuerlöscher auf dieser Ebene, um Brände auf dem Weg nach oben zu löschen. Okay. Da. So, und jetzt geht es daran, wieso das Spiel auch Feuerwehrsimulator ist. Und bald sind wir aus dem Wasser raus. Interessant, dass Gronkh das Spiel auch spielt, aber es interessiert mich nicht. Hat Gronkh wohl auch einen Beta-Key bekommen?
Okay, das geht nicht. Hier schon wieder. Ab dadurch. Dann dadurch. Da ist versperrt. Wir befinden uns gerade wo? Auf der Suche nach dem Sportraum. Kann sogar einige Zeit durch die Flammen gehen. So. Ich habe den Bürotrakt erreicht. Wie sieht es da oben aus, John? Hier steht alles in Flammen. Schaffst du es rüber auf die andere Seite, bis zum Gepäckzwischenlager? Ich werde versuchen, mich mit einem Feuerlöscher durchzukämpfen. Melde dich, wenn du drüben bist. Und viel Glück! Und jetzt setz wieder diese spannende Musik ein. Hier durch, brennender Müll. Das nenne ich mal Müllverbrennungsanlage. Dieser Witz war so schlecht, da hat es mir glatt Gesundheit abgezogen. Erstmal pissen. Ich muss schon seit 4 Stunden. So, fertig. Hände waschen, lalalala. Ach, das ist das Damenklo. Die Tür war verschlossen. Also müssen wir uns dadurch kämpfen. Ich bräuchte demnächst nochmal noch einen Feuerlöscher. Wir haben noch 78 als Gesundheit. Verschlossen. Wo geht's wohl lang? Erstmal da, wo es nicht qualmt. Ist verschlossen, natürlich. Carbon. Ja, mein Computer war eben im Bild, so wie in dem Moment, wo mein Netzteil in Brand gegangen ist. Huch! Oh, ja. So, der Feuerlöscher ist leer. Jetzt heißt es rennen. Und neuer Feuerlöscher. Aber die Gesundheit ist nur noch auf 6. Das heißt, wir dürfen jetzt keinen einzigen Schritt mehr ins Feuer wagen.
Hier sind wir im Büro. Hier waren gerade heiße Verhandlungen zwischen der GDL und der Deutschen Bahn. Man merkt es, es liegt echt Feuer in der Luft. Und so, wir haben das Gepäckzwischenlager erreicht. Mike, hörst du mich? Ja, John, ich höre dich. Wie ist die Lage? Ich habe das Gepäckzwischenlager erreicht. Aber hier steht auch alles in Flammen. Da komme ich nicht durch. Das dürfte nicht sein. Sind die Sprinkler nicht angesprungen? Nein, Mike. Sieht nicht so aus. John, du musst da irgendwie durch. Ich werde versuchen, einen Weg zu finden, um die Sprinkler in Gang zu setzen. Bleib, wo du bist. Verstanden. Beeil dich. Die Luft hier wird immer stickiger. Wir sind dran, John. Halte durch. Wie findet ihr, schlag ich mich denn eigentlich so? Kein Regen in Sicht. Wolkig bis locker. John, jetzt hör genau zu. Die Sprinkleranlage sollte in Ordnung sein. Sie hat nur zu wenig Wasserdruck auf den Zuleitungen. Verstehe, Mike. Ich habe mit den zuständigen Wartungstechnikern gesprochen. Es gibt einen Weg, um ausreichend Wasserdruck herzustellen und die Anlage in Gang zu setzen. Okay, was muss ich machen? Es gibt drei Hauptventile. Diese müssen von Hand geöffnet werden. Alle befinden sich in dem Abschnitt, der jetzt genau hinter dir liegt. Es müsste irgendwo eine Tür dorthin führen. Kannst du sie sehen? Warte, ich schaue mich um. Ja, Mike, jetzt sehe ich sie. Wonach genau suche ich jetzt? Schau dich genau um. Es müssten rote Rohrleitungen von der Sprinkleranlage durch diesen Gang laufen. Folge ihnen jeweils bis zum Hauptventil und öffne es. Verstanden. Das sollte ich hinbekommen. So, drei. Drei Hauptventile. Rote Fässer explodieren ja bekanntlicherweise immer. So, wir folgen erstmal den Zweien hier. Löschen. Aber das soll es jetzt erstmal gewesen sein für die erste Folge. Bei mir auf dem Kanal im Stream geht es jetzt weiter. Ich verabschiede mich bis dahin und bye bye.